Eine Stadt verteilt wieder ein Buch. Gratis und bereits zum 7. Mal. 100.000 Exemplare werden im Rahmen dieser Aktion des Echo Medienhauses unter Leser und hoffentlich auch noch Nichtleser gebracht. Das ist die weltweit größte Aktion für das Lesen und für das Buch und das passt irgendwie ganz gut zusammen. Und man sieht ja, die Begeisterung ist ja ungebrochen. Die Leute wollen dieses Buch und funktioniert wunderbar. Die Stadt, die das möglich macht, heißt natürlich Wien. Und das Buch heißt Weiterleben, eine Jugend. Was mich so fasziniert hat und bewegt hat, war die Beschreibung sozusagen des Alltags, der alltäglichen Auseinandersetzung, im Sinne jetzt einer Interaktion, mit den Menschen nach dem Krieg. Das heißt, wie gehen Menschen um mit einem Menschen, dessen Leben einmal von den Nazis als unwertes Leben bezeichnet wurde? Und kehrum, wie fühlt der Betroffene, der den Holocaust-Wahnsinn überlebt hat, dann die Reflexion der Nachkriegsgeborenen? Das finde ich wahnsinnig spannend und lehrreich, nachdenklich, faszinierend. Und bin froh darüber, dass wir gemeinsam das Buch ausgewählt haben. Und diejenige, die das Buch geschrieben hat, heißt Ruth Klüger. 1932 in Wien geboren, 1942 wird sie mit ihrer Mutter nach Theresienstadt deportiert, später nach Auschwitz und Christianstadt. 1945, kurz vor Kriegsende, gelingt die Flucht. 1947 emigriert sie in die Vereinigten Staaten. Und genau an diesen Abschnitt ihres Lebens erinnert sie sich in ihrer Autobiografie Weiterleben. Dass Ruth Klüger dadurch eine etwas zwiespältige Beziehung zu Wien hat, ist klar. Ich habe so zwei, was wäre der Plural von Wien? Zwei Wiener, zwei Städte Wien, sagen wir mal. Und das eine ist meine Kindheit und das sind unangenehme Erinnerungen, eigentlich nur unangenehme Erinnerungen. Und dann dieses Neue, das ich eigentlich erst in fortgeschrittenen Jahren kennengelernt habe, wo ich Freunde habe und wo man mich schätzt und wo ich mich wirklich wohlfühle. Die zwei kommen überhaupt nicht zusammen, das klafft auseinander. Zu dem einen Wien gehört, dass etwa ein Karl Lueger nach wie vor so prominent in der Stadt vertreten ist. Das kommt in Wien immer wieder vor, dass man sich weiter keine Gedanken macht oder man zuckt die Achseln darüber, dass es sowas gibt und es ist einem eigentlich ziemlich wurscht. Das würde nicht schaden, wenn man ein bisschen mehr darüber reden würde und ein bisschen weniger Karl Lueger in der Stadt sehen würde. Denn er war ein Vorbild für Hitler, ist keine Frage. Nicht? Hitlers Antisemitismus hat sich abgeleitet von Karl Lueger und der antisemitischen Partei. Derzeit steht aber das andere Wien im Vordergrund, mit dem sie wesentlich glücklicher ist. In einem Moment habe ich nur positive Gefühle, denn ich habe ein Buch geschrieben, das 16 Jahre später 100.000 Mal verschenkt wird. Da kann man ja nur positive Gefühle haben und irgendwie auch dankbar sein, nämlich der Stadt Wien, dass sie sowas macht für mich. Und zu diesem Wien gehört auch eine eindeutige Positionierung. Ich trage alles dazu bei, dass er nicht vergessen wird. Und da geht es nicht darum, jemanden zu quälen oder sonst irgendetwas. Es geht auch nicht um platten Geschichtsunterricht, Oberlehrerhaften, sondern es geht einfach darum, dass wir uns dessen bewusst sind, was da in dieser ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts passiert ist. Was auch nicht vergessen werden darf, ist, wie auch später, in späteren Zeiten, und das ist auch das Besondere an dem Buch, mit dieser Geschichte umgegangen wurde. Das ist etwas, was bis weit in die Gegenwart hereinreicht. Und ich glaube, dass das gerade auch für viele junge Menschen ein erster Schritt ist, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und auch zu fragen, wo stehen wir heute? Wie gehen wir heute mit vergleichbaren politischen Ideologien um und welche Position beziehen wir auch in der Demokratie? Ruth Klüger wird noch einige Lesungen in Wien absolvieren und am Montag, dem 24. November, findet die große Eine Stadt, ein Buch-Gala im Wiener Rathaus statt.